Guck mal, dieses Angebot habe ich in anderen Videos auch schon gemacht. Erstens heißt das Koran und Ahle Bayt alaihi salam. Zweitens, wenn du mir eine Überlieferung aus deinen Werken bringst, die Sahih authentisch ist, mit Isnadkette verifiziert ist, von Koran und Sunnah, ich werde Sunnite. Der Ohrringträger wieder am Lügen. Er behauptet, Ibn Abdul Bar wäre in der Überlieferungskette. Was? Heuchler! Das ist derjenige, der es eingestuft hat, und niemand nach ihm hat es als Daif eingestuft. Sogar das Gegenteil, es wurde nochmal als Sahih eingestuft. Noch dazu in Sahih al-Bukharis wird die Sunna bestätigt. Abdullah sagte, das beste Gerede ist Allahs Buch, Koran. Und die beste Führung ist die Führung Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die Sunna, du Jahil. Hier noch eins. In deinen eigenen Büchern steht, der Imam antwortete, man muss studieren, um herauszufinden, wer mit den Gesetzen des Korans und der Sunna übereinstimmt. Wo ist Ahlul Bayt? Und auch, alles muss auf den heiligen Koran und die Sunna, die edlen Traditionen des heiligen Propheten. Was ist jetzt wieder mit Ahlul Bayt? Letztens hast du doch gelacht? Mir Knie und Füße bei dir hat, Junge, warte. Are there animal to come? Ups, was haben wir denn da? Du bist sowieso ein Heuchler. Selbst wenn dein eigener Imam sagt, dass ihr auf die Sunna zurückgreift, akzeptierst du es nicht. Deshalb ist es egal, was man euch Grabanbeter zeigt.